Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Redstone-Tutorial. Ich bin, wie so oft bei Redstone-Angelegenheiten, zusammen mit meinem Bruder unterwegs, Psychogear. Dachchen. Ja, und wir werden uns heute mit dem T-Flipflop befassen. Einige von euch werden jetzt aufstehen und denken, oh mein Gott, das gab's doch schon so oft. Ich weiß genau, wie der gebaut wird, ich weiß, was man damit machen kann. Allerdings geht es hier jetzt nicht nur um den reinen Aufbau, sondern auch um den Gedanken hinter dem T-Flip-Flop, wofür er da ist, wie er eigentlich gebaut wird im elektronischen Sinne, weil Minecraft ja nicht ganz so realistisch mit elektronischen Signalen umgeht, wie es im echten Leben der Fall sein sollte. Und ja, wir werden versuchen, euch das ein bisschen näher zu bringen und ich hoffe, es wird euch interessieren und dass ihr was Neues dabei lernt. Ja, als allererstes würde ich sagen, fangen wir an mit dem Gedanken hinter einem T-Flip-Flop überhaupt. Also dem Grundprinzip gewissermaßen. Genau. Und zwar handelt es sich bei einem T-Flip-Flop um einen, wie der Name sagt, Toggle-Flip-Flop, also ein sich umschaltender Schalter. Das heißt, weil wir auf den Namen dann Flip-Flop gekommen ist, zwar ein bisschen verwirrend manchmal, aber es heißt halt einfach, dass sozusagen der Toggle zwischen zwei Zuständen, und die hat man einfach Flip und Flop genannt sozusagen. Also an und aus. Zwischen den zwei hin und her. Genau, man hat also zwei Zustände, bei Strom dann an und aus, und der kann mit einem Input-Signal umgeschaltet werden. Hier diese Leitung, wie ihr die seht mit dem Hebel, das sieht jetzt zwar nicht nach einem T-Flip-Flop aus, ist es aber im Prinzip schon, weil nämlich der Grundgedanke eines T-Flip-Flops genau so hier umgesetzt wird, wie es sein soll. Wir haben also nämlich Im Prinzip ist ein T-Flip-Flop sozusagen ein elektronischer Hebel, den man sozusagen nicht manuell umlegen muss. Genau, und hier haben wir jetzt einen Hebel, den wir mit Hilfe eines Eingangssignals umlegen müssen, nämlich der Bewegung, den Hebel umzulegen. Das ist ja an sich auch schon eine Art, ja nicht Energie, aber eine, also schon Energie, im Endeffekt, im großen Endeffekt schon, aber es ist jetzt ein, ja, wie nennt man das, ein Handgriff, den wir tätigen müssen, um dieses System zu toggeln. Das ist nämlich den Hebel umlegen. Also sind wir jetzt quasi das elektrische Signal, das diesen Hebel umlegt, und dieses kurze Eingangssignal wechselt den Zustand der Leitung in einen eingeschalteten Zustand. Also ist das hier im Endeffekt auch ein T-Flip-Flop. Gewissermaßen. Ja, gewissermaßen, bloß halt, dass das Eingangssignal kein elektrisches Signal ist, sondern unsere Handbewegung, die den Hebel umlegt, aber im Endeffekt schon. So, und jetzt sind wir auch schon bei der ersten Abwandlung von Redstone zu normalem Strom im echten Leben. Ich bin selbst kein Elektroniker und kein Fachmann in dem Gebiet, aber ich kenne mich doch ein bisschen aus. Mein Bruder auch nicht, aber wir können uns da schon sehr gut behelfen. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich dann auch wisst, das sollte eigentlich jeder wissen, ist es bei Strom so, dass Strom Energie, eine Form der Energie ist, die produziert werden muss und nicht in endlosen Maßen zur Verfügung steht. Sonst hätten wir die ganzen Energieprobleme dieser Welt nicht. In diesem Computerspiel Minecraft ist es allerdings so, dass Strom unendlich produziert werden kann. Man kann nämlich einen Kreislauf bauen, zeige ich euch jetzt hier einfach mal auf dem Boden. Man kann einen Kreislauf, hast schon gebaut. Sollte ich vielleicht besser absprechen. Einen endlosen Kreislauf auf Strom generieren, der jetzt für immer an ist. Das ist im echten Leben nicht der Fall, weil das Energieerhaltungsgesetz, so heißt das glaube ich, ne, besagt, dass ja, ich denke schon. Ja, es muss das Energie, es ist das Energieerhaltungsgesetz, ich meine schon, das besagt, dass der Strom, beziehungsweise dass, egal welche Form von Energie, ständig nachproduziert werden muss. Also es geht nicht, dass. Im Prinzip nicht, dass sie produziert werden muss und umgewandelt werden muss. Also, genau, sie kann nur umgewandelt werden, aber nicht erzeugt und nicht zerstört. Genau, das Problem ist nämlich, dass die Energie erhalten werden muss. Wenn sich elektrische Strom, also die Spannung durch die Leitung bewegt, oder beziehungsweise wenn die Spannung aufgebaut wird, dann wird gleichzeitig auch werden andere Energieformen erzeugt, nämlich Wärme und alle möglichen anderen Energieformen, die dazukommen. Deswegen können wir zum Beispiel auch Licht erzeugen, weil wir nämlich den Draht zum Glühen bringen, wodurch Wärme und Lichtstrahlung produziert wird. Das ist dann natürlich nur dieses Endprodukt der Energie, die wir da einsetzen.
Das haben wir jetzt hier nicht. Wir haben hier keinen Energieverlust in diesem Leitungsprinzip bei Minecraft. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben also sozusagen die Schwierigkeit, dass wir jetzt nicht sagen können, okay, wir legen diesen Hebel um und der produziert dann endlos lange Strom. Das haben wir halt eben nur in Minecraft, nicht in der realen Welt. Das heißt, wenn wir einen normalen Kreislauf bauen wollten mit Strom, dann könnten wir das so nicht machen, denn das funktioniert halt einfach in der normalen Physik nicht. Genau, deswegen haben wir jetzt hier mal einen T-Flipflop aufgebaut, wie er in der normalen Physik funktionieren sollte. Natürlich jetzt auch nicht 1 zu 1, das ist jetzt nicht nach einem originalen Schaltplan gezeichnet. Allerdings haben wir jetzt hier die Berücksichtigung einer Stromquelle, also einer Energiequelle. Ein Das T-Flipflop heißt, hier, wenn funktioniert man hier nämlich. sozusagen an dieses Kabel sozusagen eine Batterie anschließen würde und so weiter, das heißt, solange wie Strom da ist, funktioniert dieser Flipflop ansonsten nicht. Ganz genau. Es wird nämlich quasi aus einer Stromquelle die Energie bezogen, um dieses System hier in Gang zu bringen. Und dieser T-Flip-Flop schaltet quasi diese Stromquelle an oder aus. Also quasi die Verbindung von der Stromquelle zum Verbraucher, also zu dieser Lampe da hinten jetzt an oder aus. Können wir euch jetzt demonstrieren, wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke, erzeuge ich ein kurzes Redstone-Signal, welches diese Schaltung hier aktiviert, wodurch dieser Stromkreislauf hier geschlossen wird, wodurch der Verbraucher angeschlossen wird, nämlich die Lampe. Wir haben jetzt eine leuchtende Lampe. Wir haben jetzt hier in dem System keine geschlossene Redstone-Leitung, so wie ich es eben euch eben gezeigt habe. Das heißt, hier wird nirgendwo endlos Strom produziert. Ja, übernimmt jetzt dieser Redstone-Block. Man könnte es natürlich auch mit so einem Stromkreislauf hier in Minecraft machen, aber das hier ist so das Prinzip, wie es im echten Leben funktionieren sollte. Nämlich, dass ein einkommendes kurzes Signal, das den Zustand der Stromquelle umändert. Nicht der Stromquelle, sondern das Ausgangssignal. Also die Stromquelle hier ist sozusagen so eine Art Generator oder so. Das heißt, die ist nicht unendlich, theoretisch. Und dieser Strom wird sozusagen verwendet, um das Ausgangssignal umzuwandeln. Genau, das können wir euch jetzt mal kurz. Ich schwebe mal kurz drüber, macht euch mal ein Bild von der Schaltung. Zur Not drückt einfach auf Pause, wenn es zu kurz ist. Wir haben hier, extra ein Loch ausgehoben, um es euch zu zeigen, einen Signalverkürzer eingebaut. Das heißt, da der Knopfdruck ja in Minecraft selbst nicht verändert werden kann, die Länge des Knopfdrucks, also wie lang das Signal aus dem Knopf an sein soll, haben wir hier einen Verkürzer eingebaut, der das Signal, also wie nennt sich das, Pulslimiter? Ich meine schon, ne? Der das einkommende Signal verkürzt. Wir haben also hier die normale Knopfsignallänge, die beträgt wie viele Sekunden? 3, 4 Sekunden oder Nee, was? genau eine Sekunde. Ach, nur genau 1 Sekunde? Ich dachte, das wäre Ja, viel länger. 10 Ticks. Ja, auf jeden Fall ist uns das zu lang, weil dann das Warte, System hier das verrückt ist ein spielen würde. Steinknopf, ne? Ja, Genau. das ist genau eine Sekunde, ja. Ja. Und das Prinzip bei diesem Pulslimiter ist ziemlich einfach. Der Piston hier wird rausgefahren, wodurch, also die Energie wird genutzt, um den Piston rauszufahren. Das dauert allerdings einen Tick oder zwei. Ne, einen Tick, ne? Es dauert einen Oder, Tick, ja, ungefähr. wodurch das Redstone-Signal nur einen Tick Zeit hat, um hier durchzukommen durch den Stein. Wird dann hier hinten an dem Repeater aufgegriffen und hier wird jetzt festgelegt, wie lang das Signal hinter dem Repeater sein soll. In dem Fall 2 Ticks. Das heißt, dieses 1-Tick-Signal wird jetzt in dem Repeater auf 2 Tick erweitert, wodurch wir hier hinten ein 2-Tick langes Redstone-Signal haben. Also bei jedem Knopfdruck wird ein 2-Tick-Signal das Redstone-Signal erzeugt, welches in dieses System geschickt wird. So, jetzt gerade hat dieses Signal nur zwei Möglichkeiten weiterzukommen. Einmal den linken Weg, welcher nicht möglich ist weiterzulaufen, weil der Goldblock hier nicht vorhanden ist, sondern das Signal kann nur rechts durch den Goldblock wandern und diesen Piston hier aktivieren. Das heißt, wenn ich den Knopf drücke, wird dieser Piston aktiviert, welcher hier den Goldblock rausschiebt, wodurch die Leitung hier gekappt wird, wodurch der Strom hier weggenommen wird, wodurch die Hauptleitung ausgeschaltet wird, wodurch sich das gesamte System hier resettet. Das heißt, wenn ich auf den Knopf drücke, wird der Strom aus dem System rausgenommen. Nur diese eine negierte Leitung bleibt noch aktiv, weil das Signal jetzt hier halt umgedreht wird, wodurch dieser Piston hier rausgeschoben wird. Die negierte Leitung bräuchten wir eigentlich auch nicht, wenn wir den Piston von der anderen Seite angesteuert hätten, weil dann natürlich der Piston einfach auf der anderen Seite stehen würde, wodurch er dann rausziehen würde, anstatt reinzudrücken. Dann müssen wir das Signal aber einmal komplett hier drüber legen, deswegen haben wir sie hier einfach mal negiert, die Leitung. Ist in Minecraft auch sehr schön, ist im echten Leben nicht ganz so einfach, eine Leitung zu negieren, aber das ist hier jetzt relativ einfach. So. Damit hätten wir das schon quasi geklärt. Wenn wir jetzt nämlich nochmal auf den Knopf drücken, wird ganz einfach dieser Block hier rausgeschoben, wodurch das System wieder mit Strom versorgt wird, weil wir die Leitung ja wieder verbunden haben.
wodurch dieses Signal auch aufrechterhalten wird, weil ja dann der Strom quasi endlos fließt, weil wir eine, in Anführungszeichen, endlose Stromquelle haben, die so lange Energie liefert, wie sie an ist. In dem Fall ein Redstone-Block, der immer an ist. Von daher bleibt dieser Stromkreislauf endlos mit Strom versorgt, soweit bis wir ihn wieder mit dem Knopf trennen. Ja. Das ist das System, wie es im echten Leben funktionieren sollte. Müsste, sagen wir einfach mal, weil wir wissen nicht genau, wie es gebaut wird. Das Ja, heißt, doch, ich habe mir den Schaltplan angeguckt. Im Endeffekt ist es dieses Prinzip. Also es ja, sind dann. zwei Leitungen, einmal die toggelt und einmal die, die den Strom liefert. Also im Endeffekt ist es das hier. Wir haben unsere Toggle-Leitung und unsere Stromquelle. Von daher, ja. So, ich glaube, es gibt auch T-Flip-Flops, wo beide Leitungen als Toggle und, also wo egal ist, welche die Stromquelle ist und die andere toggelt, das ist, bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Wie gesagt, wir sind keine Fachmänner, das ist jetzt einfach nur, um euch mal Anreiz zu bieten, dann nochmal ein bisschen näher nachzuschauen, ein bisschen genauer hinzugucken und das nachzufragen, was ihr hier überhaupt macht mit Redstone, weil es schon ziemlich interessant ist, muss ich sagen. Wenn man mal sich genau damit beschäftigt, wie was funktioniert, dann blickt man auf viele größere Projekte von großen Redstonern, wo man eigentlich denkt, ach du Scheiße, was baut er da? Aber wenn man die Grundprinzipien verstanden hat, dann ist das alles eigentlich echt mega simpel. Ja, kann man nicht anders sagen. So, kommen wir zur nächsten Ausführung. Das ist unser T-Flip-Flop, wie wir ihn momentan benutzen in unseren Schaltungen. Ja, also wir müssen dazu sagen, wahrscheinlich kriegen wir da irgendwann einen Kommentar, dass es nicht der kompakteste ist. Das stimmt, es gibt kleinere, aber das ist einer der mehr oder weniger zuverlässigsten und einer, der auch zum Beispiel nicht mit einer Entity funktioniert, das heißt nicht mit einem Item, mit einem Hopper, der irgendwo hingeschossen wird, sondern das ist halt eben einfach nur auf Redstone-Basis-Funktionen basiert. Genau, und was uns auch sehr wichtig ist, dass das ganze Ding nur eins breit ist. Die Höhe ist bei meinen, unseren Schaltungen meistens ziemlich irrelevant, aber die Breite spielt bei uns ziemlich oft eine Rolle, weil wir ziemlich kompakt bauen müssen, aufgrund von vielen Bits, die nebeneinander passen müssen. Von daher ist das Design hier für uns meistens am vorteilhaftesten. Wir haben auch schon andere benutzt, aber benutzen tatsächlich meistens dieses Design hier. Könnt ihr auch sehen, das funktioniert wunderbar. Bei jedem Knopfdruck ändert sich das Ausgangssignal. Jetzt müssen wir allerdings hierzu eine Anmerkung geben. Und Ja, zwar und ist zwar ist es es. hier nicht pure Entschuldigung. Redstone-Logik, sondern das ist Ausnutzung eines Spiele-Bugs im Endeffekt. Willst du den kurz erklären? Ja, also mittlerweile ist es sozusagen das ein sogenanntes Feature. Das heißt, die Leute von Mojang haben sich bereit erklärt, beziehungsweise nicht bereit erklärt, haben den Kommentar gegeben, dass sie das wahrscheinlich in Zukunft nicht aus dem Spiel herausnehmen werden, weil es halt einfach zum einen ziemlich vielen Spielern geholfen hat. Und weil es halt eben einfach keinen gewissenhaften, also keinen richtigen Grund gibt, das aus dem Spiel rauszunehmen. Das heißt, im Prinzip, was eigentlich passiert, ist das, was wir vorhin erklärt haben, dieser Pulse Limiter. Und dieser Pulse Limiter gibt halt sozusagen ein kurzes Signal weiter. Und dieser Piston hier ist ein Sticky Piston. Das heißt, der schiebt den Block nach vorne. Aber weil das Signal so kurz ist, wird er nach einem Tick wieder ausgeschaltet. Das Problem ist aber, der Block braucht 1,5 Sekunden, um hier anzukommen. Der Piston ist allerdings vorher schon wieder eingefahren und deswegen zieht er den Block nicht wieder mit zurück. Und das ist sozusagen das Prinzip, warum der Block sozusagen rausgeschoben wird, aber nicht zurückgezogen wird. Und die Besonderheit dabei ist, dass wenn man den Knopf nochmal drückt, dann zieht er den Block zurück, weil der Block dann hier schon ist. Das heißt, er kann auch wieder zurückgezogen werden. Das heißt, dieser Piston kann bei so einem kurzen Signal immer nur eine Operation durchführen, entweder schieben oder ziehen, nicht beide hintereinander. Dementsprechend schaltet er halt bei jedem einkommenden Signal immer wieder das Output um, weil er halt den Block zurückzieht, rausschiebt, zurückzieht, rausschiebt. Im Endeffekt, ja, eine ziemlich nützliche Funktion in Minecraft, die eigentlich gar nicht vorgesehen war, die einfach durch Bug-Using entstanden ist und sich etabliert hat, weil es einfach total sinnvoll ist, sowas zu nutzen. Und es ist halt auch logisch, wenn man im, ja, wenn man das nutzt, schadet man echt keinem, weil es im Endeffekt mittlerweile kein Bug mehr ist. Es ist einfach nur ein bekanntes Phänomen. Ja. Auf dieses System sind wir allerdings zufällig gestoßen. Wir müssen ganz ehrlich sagen, wir beide haben so gut wie keine Tutorials geguckt auf YouTube. Auf den meisten Scheiß, den wir bauen, sind wir von selbst gekommen. Ab und zu gibt es dann doch ein paar Anregungen, die wir über YouTube bekommen haben, aber im Großen und Ganzen sind das immer unsere Designs und meistens auch unsere eigenen Entdeckungen, weil wir wirklich ziemlich klein angefangen haben. Wir haben
Also klein in Anführungszeichen, die ersten Projekte, die wir hatten, waren riesengroß, weil wir wirklich keine Ahnung von Redstone hatten. Und ja, durch dieses ganze miteinander bauen und neue Sachen rausfinden, haben wir uns unser Wissen zusammengemausert. Also wenn wir nicht so oft auf die Fresse geflogen mit unseren kleinen Anfangsprojekten, dann hätten wir jetzt ganz bestimmt nicht so viel rausgefunden, weil wir echt durch die ganzen Fehler, die gemacht haben, echt tierisch viel gelernt haben. Ja, das ist sozusagen eigentlich wie das, was man am meisten hört. Trial and Error ist wirklich die beste Methode, um was zu lernen. Ja, ich meine, YouTube-Videos auf, also Tutorials gucken, kann auch nicht schaden, ist gar kein Problem, aber einfach dran setzen und probieren und am besten mit zwei oder drei anderen Leuten, ihr helft euch gegenseitig. Es ist verrückt, weil der eine macht eine Entdeckung und guck dir das mal an, Alter, wie kann das denn passieren? Und dann rätselt ihr rum, woran kann das liegen? Und irgendwann habt ihr einfach irgendeinen Bug gefunden, so wie das hier mit dem Pisten oder einfach irgendwie eine kompaktere Lösung für irgendwas. Das ist schon ziemlich nice. Vor allen Vor allem. Dingen ein Fehler, den man mal gemacht hat, macht Den man vergisst eher man nie. unwahrscheinlich nochmal. Nee. Wahrscheinlich, also das ist uns auch schon passiert, aber Ja, einfach nur, weil gut, wir ein bisschen okay, zu blöd aber. sind. Ja. Ja, also fangen wir mal mit dem linken an, oder? Würde ich sagen. Ich. Ja, das war der erste überhaupt. Genau, ich habe nämlich, als ich wirklich angefangen habe, Minecraft zu spielen, das war, als ein Kumpel von mir mich auf Minecraft angesprochen hat, ob ich nicht Bock habe, ihm zu helfen. Da habe ich angefangen, mich so ein bisschen mit Redstone auseinanderzusetzen und habe dann festgestellt, dass man damit richtig geile Sachen machen kann und wollte ein Haus bauen, in dem man die Lichter nicht manuell einschaltet und ausschaltet, sondern wenn man einen Raum betritt, geht in dem Raum, den man betritt, das Licht an und in dem Raum, aus dem man rausgeht, das Licht aus. Also quasi eine, in Anführungszeichen, intelligente Lichtsteuerung. Einfach mit Druckplatten im Boden, wenn man die überläuft, dass dann das Licht in dem letzten Raum getockelt wird und das Licht im neuen Raum auch getockelt wird. Das lässt sich natürlich wunderbar mit diesen T-Flip-Flops hier realisieren, weil einfach ein Eingangssignal in diese beiden Räume geschickt wird. Die werden einfach beide umgesetzt, die Signale. Also der Raum, aus dem man kommt, wird ausgeschaltet und der Raum, in den man reingeht, wird eingeschaltet. Nur als Kurzinformation, das waren auch nur zwei Räume, das heißt, die Flipflop hat da wunderbar funktioniert. Genau, das heißt, ja, teilweise haben wir auch drei Räume aneinander gerannt. Also es war schon. Ach, Man hat zwischen, das einfach. war ja noch anderes, das war ja nur in deinem Haus mit den zwei Räumen, ne? Genau. So, das Problem war, ich habe das auf der Xbox gezockt, da war nicht groß mit Bucket Server und World Edit. Das war einfach zu meiner Anfangszeit, da wusste ich noch nicht mal, dass es Bucket Server gibt. Da habe ich auf der Xbox schön in meiner Einzelspielerwelt eine Grube ausgehoben, um Redstone zu finden und so einen Scheiß. Ich habe dann auch dieses Haus gebaut, ist riesengroß geworden und habe dieses Prinzip mit diesem T-Flip-Flop entwickelt. Das ist mein eigenes Design. Ich habe noch nicht mal gewusst, dass sich sowas T-Flip-Flop nennt. Ich habe es einfach gebraucht und gebaut. Aus eigener Versuchsreihe hervorgegangen quasi. Das Prinzip ist relativ einfach. Wir haben ein Eingangssignal, das, wenn das System hier im ausgeschalteten Modus ist, also wenn kein Strom hier drin ist, einfach hier durch den Goldblock passieren kann und hier diesen Endlosstromkreis in Gang setzt, den wir eben besprochen hatten, der also quasi ein konstantes Output-Signal liefert, weil er ständig an ist. Und dieses konstante Signal schaltet dann diesen Pisten nach einer gewissen Zeit ein. Die Repeater sind nötig, damit der Knopfdruck verzögert wird. Man kann hier entweder den Pulslimiter einbauen, den kannte ich damals aber noch nicht, oder halt einfach die Pistons verzögern, damit die erst aktiv werden, wenn das Signal vom Knopf wieder aus ist. Und ja, nachdem dieser Pisten rausgeschoben wird, wird dann quasi das gleiche Eingangssignal nicht mehr verwendet, um das System einzuschalten, sondern das Signal wird dann hier abgezweigt, um das System wieder auszuschalten. Kann ich euch mal zeigen, wenn ich hier drauf drücke. Wird das System hier reingeleitet, nach kurzer Zeit wird dieser Pisten aktiviert, wodurch jetzt beim zweiten Mal drücken kein Strom mehr in den Kreislauf reingeleitet wird, sondern er dazu benutzt wird, um es auszuschalten. Funktioniert wunderbar, ist allerdings ein bisschen groß. Ein wenig. Ja, und mein Bruder hat sich dann gedacht, what the fuck hat der da gebaut? Das ist ja mega geil. Mit Redstone kann man ja voll die guten Sachen bauen. Ich probiere das jetzt auch mal. Beziehungsweise ich habe versucht, genau dieses Ding hier nachzubauen. Er hat mir das nämlich mal auf Papier aufgezeichnet. Und ich habe mir versucht, das aus dem Gedächtnis dann nochmal neu aufzubauen. Und bin ein wenig daran gescheitert und habe aber irgendwie durch Zufall irgendwie dieses System hier aufgebaut. Einfach nur so durch Ausprobieren habe ich einfach mal was aufgebaut und das hat dann im Endeffekt so ausgesehen. Also nur dieser Teil hier vorne mit diesem einen Pisten. Und dann habe ich gedacht, okay, das bringt ja nicht so viel. Habe aber noch einen Pisten dahinter gebaut und dann ist im Endeffekt dieser einen Tick-Bug entstanden, den wir auch hier sehen. Genau, also Und quasi derselbe Aufbau wie hier, nur in flach gelegt. ja, es Ja, ist. flach gelegt. Hahaha. Ja.
Also im Prinzip wirklich genau das gleiche. Das Signal wird gleichzeitig in den Block und in den Pisten geleitet, wodurch ein Kurzsignal entsteht, das hier hinten von dem Repeater aufgegriffen wird und das wird in einen Pisten geleitet. Das ist also im Prinzip genau das gleiche wie dieser kleine Flipflop, den wir jetzt benutzen. Halt nur eine etwas ältere Version und dann wird dieser Goldblock hier in diese Lücke geschoben, wodurch dann eine Energiequelle ein Signal weiterleitet und das ist dann das Ausgangssignal. Genau, also er hat quasi ja, das Ursprungsprinzip von diesem System hier entwickelt, was wir das bis jetzt benutzen. Ja, das funktioniert auch genau so und ist jetzt nicht sehr viel kleiner als dieses System hier hinten. Allerdings hat es halt eben einiges an Größe verloren über die Zeit. Also es hat irgendwie 5, 6 Stufen ist durchgangen, bis wir dann endlich dieses System hier hatten. Und ist dann jedes Mal ein bisschen kleiner geworden, ein bisschen kleiner. Und jetzt haben wir halt eben dieses System, was wir jetzt benutzen. Genau. Ja. Das war's im Prinzip schon mit den T-Flip-Flops. Wie gesagt, das hier ist kein Tutorial, wie man einen baut, sondern einfach nur mal ein Erklärungsvideo, wie wir darauf gekommen sind, was man damit machen kann und was für Möglichkeiten es überhaupt mit Redstone gibt. Ja, das sind auch natürlich auch bei weitem nicht alle Möglichkeiten, die Filter zu bauen. Da gibt es bestimmt hunderte Möglichkeiten, wie man sowas bauen kann. Ja, erst recht seit dem neuen Allerdings. Update, seit dem 1.6-Update mit den Trichtern und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Alles möglich. Und natürlich muss es auch irgendwann im Video regnen. Es ist bei uns immer so. Also wir haben immer das Pech mit dem Ring. Ja, ich muss ja immer Clear schreiben. Ich bin die Bucket-Befehle gewöhnt. So, jetzt aber. Ja. Uns wird auch mal interessieren, was ihr so für T-Flip-Flops benutzt. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie euer Design aussieht oder verlinkt mal euer Video. Ich weiß, dass in den Kommentaren das nicht möglich ist, aber schreibt einfach die Buchstaben- und Zahlenfolge von eurem Video in dem YouTube-Link in den Kommentar mit rein. Den kann man einfach wunderbar kopieren und einfügen. Dann können wir uns angucken, was ihr so für T-Flip-Flops benutzt. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos auch wieder mit dabei seid. Wir werden noch ein paar weitere Erklärungsvideos machen, je nachdem, wieso die Anfrage ist, ob euch das gefällt oder nicht. Was es noch so Interessantes zu erzählen gibt. Ja, also wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, einfach schreiben in die Kommentare. Wir werden so ziemlich alles in bewegte Bilder packen, was uns selbst auch interessiert und was annähernd mit Redstone zu tun hat. Von daher sind wir mal gespannt, was sich daraus entwickelt. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, schön abonnieren und ja, bis demnächst. Tschüss. Das haben wir gleichzeitig, das ist ja auch scheiße. Zuerst ich und dann du. Mein Gott, muss ich das tausendmal wiederholen? Unfassbar. Tschö. Tschüss.